Hallo, willkommen. Mein Name ist Björn Höfling, ich bin von der Camp2Camp GmbH. Ich möchte heute vorstellen Mapfish Print, das ist eine serverseitige Druckkomponente. Über meine Firma Camp2Camp, wir bieten innovative Open-Source-Lösungen an. Wir haben über 110 Mitarbeiter an 5 verschiedenen Standorten in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Hier in Deutschland in München, in Neuperlach, das ist der Standort, wo ich herkomme. Wir gliedern uns in verschiedene Departments, das Geospatial Department, wo ich jetzt hier im Foskis vertreten bin, Business Department, was ERP-Lösungen anbietet mit Odoo, und das Infrastruktur Department, was entweder selbstständig arbeitet oder auch die anderen Departments unterstützt, wo wir auch viel profitieren oder mitarbeiten in der Virtualisierung, in Cloud Computing, Dockerisierung, Infrastructure as Code und so weiter. Genau. Zu Mapfish Print, die Features von Mapfish Print, das ist eben eine Lösung, um Karten im Backend auf dem Server auszudrucken. Ich kann mein Design durch ein Template festlegen, und zwar relativ genau und exakt. Ich kann eben die Karten ausdrucken, ich kann mehrere Karten gleichzeitig ausdrucken. Davon darüber hinausgehend über die Karten habe ich aber auch eine Unterstützung für ein Reporting, für Tabellen, für Diagramme. Ich kann in sehr hohen Auflösungen auch drucken, und ich kann auch in großen Formaten drucken, also ein A0-Druck ist kein Problem. Mein Ergebnis tue ich dann rendern, entweder als PDF oder als Raster-Image, zum Beispiel als PNG. Dann kann ich es zum Beispiel in Webseiten einbinden oder hier in diesen Vortrag. Genau, die unterstützten Dateiformate sind eigentlich die gängigen Vektor- und Rasterformate. Bei den Vektordaten GML, GeoJSON, was ich zum Beispiel entweder auf dem Server direkt abrufen kann oder auch in meinem Request direkt statisch definieren kann. Ein DFS-Server kann ich abrufen. Da wird eben auch entsprechendes Styling jeweils unterstützt. Ich kann Rasterdaten abrufen, XYZ-Tiles, also wie sie bei OpenStreetMap vorkommen, die kann ich definieren und einbinden. Ich kann einen WMS-Server ganz klar einbinden, der entweder klassisch am großen Stück kommt oder als Teil-Image aufgeteilt auf Teils, oder dann eben das Tiling fortgesetzt ist wie MTS. Ich kann GeoTIFF lokal abrufen und das einsetzen. Genau. Die Technik von Mapfish Print, das ist eben eine Backend-Applikation, die ist in Java geschrieben. Sie benutzt das Spring Framework als Integrationsframework. Als Geo-Komponente ist eben GeoTools eingesetzt, mit dem die ganzen Layer verarbeitet werden und die ganzen Geodaten verarbeitet werden und da eben auch Potenzial für Erweiterungen in die Richtung bietet, falls irgendein Feature oder ein Layer-Typ noch nicht bisher eingebunden ist. Zum Deployment gibt es verschiedene Möglichkeiten, Mapfish Print zu deployen. Die erste wäre über die Kommandozeile. Dass ich es als klassisches Kommandozeilen-Tool aufrufe, das würde ich hier einsetzen, so zum Testen und zum Beispiel habe ich sie jetzt eingesetzt, um meine Beispiele zu definieren und zu bearbeiten. Es ist relativ einfach und schnell und schnell editierbar von der Kommandozeile. Auf dem Server dann in Produktion wird sie eher als WAR-File deployed in einer Servlet-Umgebung, auf dem Tomcat zum Beispiel. Oder nochmal das Ganze weiter gestrickt, dann als Docker-Image, die wir ausliefern, kann man es dann eben in einer Docker-Umgebung, Cloud-Umgebung, Kubernetes einsetzen und dort auch gut skalieren. Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, Mapfish Print als Java-Bibliothek einzubinden. Da kann ich dann zum Beispiel das in eigene Projekte einbinden und so direkt benutzen.
Guck mal, hier ist mal so ein Beispiel für einen Ausdruck. Da sehe ich einfach hier ganz groß in der Mitte das eigentliche Karten, den Kartenausschnitt, Ausdruck eben ausgebaut auf mehreren Layern. Hier im Hintergrundlayer, im Rasterlayer. Dann hier so ein Vektorlayer drüber gelegt eher. Ich habe hier ein Nordpfeil-Element, ich habe hier einen Maßstab, den ich angeben kann, und eine Maßstabsleiste. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch noch eine Übersichtskarte irgendwo mir rein definieren und habe hier zuletzt dann einfach so statische Elemente, also hier auch so ein Zeit- und Ort-Element, was ich den Namen schon reinrendern kann. Ein weiteres Beispiel ist jetzt hier eher der Reporting-Teil, dass ich hier Features mir zusammengestellt habe und die in der Tabelle zusammengestellt habe, hier jetzt von Defibrillatoren, wo ich einfach meine Features tabellarisch darstellen kann und eben auch auf den Kartenausschnitt angepasst dann eben mit ausdrucken kann. Genau. Zum Konzept von Mapfishprint ist es so, dass ich das Ganze definiere über so eine Jasper Reports Datei. Da kann ich klar definieren, wie ich hier mein Report definiere, wo ich welche Elemente platziere, wo ich die Karte platziere, Tabellen auf einer anderen Seite und so weiter. Dazu ergänzend habe ich so ein Config-YAML, wo ich definiere, was ich ausdrucken will. Also, dass ich hier zum Beispiel ein Report referenziere, Standardsachen angebe, Titel und so weiter. Das ist der Teil, der auf dem Server einmal angelegt wird und definiert wird. Und dazu kommt dann so ein Print-Spec, das ist ein JSON-File, was mir dann den Kartenausschnitt definiert, auch die Layer definiert, die ich aktuell ausdrucken will, auch meine zusätzlichen Daten, meine Features zum Beispiel, die ich in irgendeiner Tabelle oder in irgendeinem Report definieren will, die eben der dynamische Anteil, das kann ich dann in den Server schicken, der rendert dann hier mein fertiges PDF oder PNG. Genau, das würde ich gerne einmal als Walkthrough darstellen. Ich habe ein ganz einfaches Kartenbeispiel mir definiert. Ich möchte einen Nordpfeil drin haben. Ich möchte das Ganze ein bisschen drehen, um wirklich diesen Effekt zu sehen, dass es gedreht ist. Und als Datengrundlage habe ich hier jetzt vom Deutschen Wetterdienst den Open Data Geoserver angezapft und tue die Warnzellen darstellen. Das Ganze fängt an, dass ich in meinem Jasper Studio meinen Report definiere. Hier habe ich es jetzt ganz quadratisch praktisch gemacht. Ich habe hier 1000 mal 1000 Pixel mir definiert. Habe hier rechts oben einen Subreport für meinen Nordpfeil rein definiert. Und hier links unten statisch ein Bild rein definiert für meine Attribution. Und genau, das ist jetzt hier so die Design-Ansicht. Ich kann mir den Source-Code nochmal angucken und dort eventuell auch noch was verändern, wenn ich mir das angucke. Es ist nämlich so, dass ich hier jetzt einfach ein Report-Element habe, was hier einfach 1000 mal 1000 Pixel breit und hoch ist. Innerhalb dieses Report-Elements habe ich jetzt einen Subreport drin. Das ist hier mein Map-Subreport. Das ist der Teil, wo eigentlich dann der eigentliche Kartenausschnitt reingerendert wird. Der hat jetzt hier auch 1000 mal 1000 Pixel. Das heißt, ich habe keinen Rand, keine weiteren Elemente jetzt hier in dem einfachen Beispiel genommen. Ich habe hier einen weiteren Subreport drinne. Das ist hier mein North Arrow Subreport, also um den Nordpfeil zu definieren. Der ist jetzt hier in der rechten oberen Ecke, das heißt, ich sehe hier x ist bei 800, y bei 0. Und zuletzt habe ich noch hier x2y 921, also in der linken unteren Ecke, ein Image rein definiert, was ich hier jetzt statisch einfach von der Festplatte runterlese. Genau. Das ist so der Report. Wenn ich diesen Report designt habe, tue ich mir jetzt dieses Config-YAML definieren. Das kann ich mir von Beispielen schon ja, runter kopieren als Vorlage. Ich habe hier
gesagt, ich nenne das Ganze hier jetzt Square Template, referenziere hier meinen Jasper Reports, meine Datei, habe hier mein Map-Element drin und hier ist wichtig, ich habe hier eine Breite und eine Höhe, die mit dem Element hier in dem Report übereinstimmen muss. Ich habe hier meinen Nord-File drin, den ich hier irgendwo von der Festplatte auch definiere, wie er reingerendert werden soll. Und zuletzt, das ist immer so die Funktion kommt über diesen Processors rein. Ich habe hier den Report Builder, Create Map, das sind die Standard-Sachen. Und hier jetzt noch in dem Beispiel zusätzlich einen Create North Arrow Prozessor, um eben den Nord-File reinzurendern. Jetzt habe ich hier einen beispielhaften Request JSON mir definiert. Ich sage hier zum Beispiel mein Layout referenziere ich jetzt hier mein definiertes Square. Ich sage, das Ganze soll als PNG Output-Format gerendert werden. Definiere jetzt hier meine Map. Ich sage, die Projektion soll hier 25832, also UTM 32 Nord sein. Definiere jetzt hier Scale und hier mein Center ist hier bei uns in Neuperlach Camp to Camp. Habe jetzt hier noch gesagt, Rotation 20 Grad geneigt. Und wenn ich jetzt das prozessiere, also genau, zweiter Teil noch hier, meine Layers natürlich noch. Ich sage jetzt hier, habe ich einen Layer vom Typ WMS. Ich kann ja meine URL angeben von dem DWD Map Server. Ich weiß, der DWD arbeitet mit einem Geo-Server, das heißt, ich kann hier Server-Type Geo-Server angeben. Auf die Art und Weise kann GeoMapFish nochmal spezielle Features von diesem Typ Geo-Server oder Map-Server ausnutzen und entsprechend abfragen. Hier habe ich meine Layer definiert. Hier ist es eben zweimal hintereinander dasselbe Layer. Hier DWD Warngebiete Gemeinden, DWD Warngebiete Gemeinden. Warum zweimal? Weil ich hier parallel das mit verschiedenen Styles abrufe. Einmal hier die Warngebiete grün, der Style, dass ich im Hintergrund eben die Gebiete selber rendere und dann oben drüber hier den gemeinten Textnamen drüber rendere. Vielleicht möchte ich sie gerne als PNG abgefragt haben und eventuell hier Transparenz reinhaben. Mein Ergebnis sieht dann eben so aus. Ich habe hier meine quadratisch-praktischen 1000 mal 1000 Pixel ohne irgendeinen Rand. Hier mein Nord-File reingerendert, etwas gedreht eben. Und hier noch mein Logo drin. Genau, ich möchte ein bisschen auf die Neuigkeiten noch eingehen, die wir beim Fisprint haben. Die erste Neuigkeit bin ich selber. Bin seit eben Januar 2021 jetzt dabei bei Camp to Camp und eben als Java-Entwickler dabei und deshalb eben auch jetzt bei MapFishPrint eingesetzt. Wir haben jetzt seit zwei Versionen auch einen Changelog eingeführt, dass man ein bisschen Übersicht hat, was sich jeweils verändert hat und was Neues jeweils hinzukommt. Hier gab es zum Beispiel jetzt in der vorletzten Version zwei Neuerungen hier mit diesem Teil WMS, Teil Buffer und Teil Buffer Width und Height. Das möchte ich gerne noch vorstellen. Genau, hier die Teilbuffer. Was ist das, wenn ich quasi eine Karte hier so habe und die abrufe und die eventuell sehr groß ist und ich zum Beispiel auf DIN A0 hier so jetzt ausdrucken möchte, dann habe ich das Problem, dass es zu groß ist, dass entweder die Server auch dann verweigern, sehr große Pixelzahlen auszuliefern und auch in der Verarbeitung hat MapFishPrint dann Probleme, so große Rasterdaten zu verarbeiten. Weil es einfach jeglichen Speicherplatz und Array Size sprengen würde. Deshalb tue ich eben mein Bild aufteilen hier in diese Kartenkacheln und tue dann die einzelnen Kartenkacheln abrufen und dann eben im fertig gerenderten ja, Ergebnis dann zusammensetzen. Wenn ich sowas mache, dann und das als Teils abrufe, dann können manchmal so Artefakte auftreten. Das sehe ich zum Beispiel hier, dass hier zweimal das Label zweimal aufgetreten ist oder hier AZ Arizona ist sogar viermal, weil wohl die
die Kachelgrenzen hier so waren, direkt in der Mitte von dem Bundesstaat rein, dann tritt es viermal auf. Das ist so ein bisschen unschön dann, weil einfach ich quasi hier viermal das Ganze abfrage und viermal irgendwo diese Kachel in meiner Abfrage drinne war. Und jetzt eine Möglichkeit, um diese Artefakte ein bisschen auszugleichen, wäre, dass ich sowas hier mache. Ich frage nicht, ich möchte gerne eigentlich diese Kartenkachel hier haben, aber ich frage nicht direkt einfach nur an den Grenzen dieser Kartenkachel ab, sondern ich baue einen Puffer ein, ich gehe ein bisschen über diese Kartenkachel drüber hinaus, vielleicht sogar auch ein bisschen sehr viel mehr, zum Beispiel, dass ich doppelte Kachelgröße abfrage oder sowas, um dann später wieder einfach hier auf meinen eigentlichen Ausschnitt, den ich haben will, runterzurechnen. Wenn ich sowas mache, dann sehe ich, dann sind ja diese Artefakte weg, weil ich quasi diesen Bundesstaat dann nur einmal abfrage, weil er nur einmal getroffen wird und ich dann diesen Puffer jeweils dann rausgeschnitten habe. Genau. Ja, das war's in diesem Beispiel. Ansonsten gibt es eben eine Homepage von Map für Sprint bei GitHub. Es gibt eine Seite zur Dokumentation und es gibt ja auch eine Seite für Beispiele. Die kann man sich abrufen. Da ist zum Beispiel auch hier dieses Beispiel mit drauf. Und viele andere Beispiele, wo man sich aber auch den Code angucken kann, wie ist mein Config definiert. Ein Beispiel Request und mit den Templates kann ich ein bisschen arbeiten. Einfache Templates, kompliziertere Templates, das ist immer sehr, sehr praktisch, um damit zu arbeiten. Genau. Vielen Dank. Thank you.